Schock für eine Gareller Familie am Donnerstagmittag. Ein Feuer brach im Anbau des Einfamilienhauses an der Tannenkammstraße in Garrel aus. Gegen 11.43 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Eltern konnten sich mit den 6 Kindern in Sicherheit bringen. Einer der Bewohner bemerkte das Feuer rechtzeitig. Die Brandursache ist noch unklar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen im hinteren Bereich Flammen aus dem Anbau des Daches. Über einen Zwischenbau breitete sich das Feuer rasend schnell in das Hauptgebäude aus. Flammen schlugen auch aus den vorderen Fenstern. Die 34 Einsatzkräfte aus Garrel, die mit insgesamt 6 Fahrzeugen vor Ort waren, forderten Unterstützung aus Kloppenburg an. Mit 15 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen, darunter eine Drehleiter, kamen sie gegen 12.15 Uhr zur Einsatzstelle. Zu dem Zeitpunkt waren keine Flammen mehr zu sehen. Mit der Drehleiter wurden jedoch im Anschluss unter Atemschutz nach weiteren möglichen Glutnestern gesucht. Die Feuerwehr Bösel wurde zur Sicherheit auch in Bereitschaft versetzt. Ihr Einsatz war aber nicht mehr nötig. Das Kriseninterventionsteam um den Gareler Diakon Hubert Loschen war mit 4 Leuten vor Ort und kümmerte sich um die Familienmitglieder. 2 Rettungswagen waren ebenfalls vor Ort.